Wir fassen nochmal einige Neuerungen zu EAFC 25 zusammen. Im Hintergrund seht ihr das ja schon, EA hat nochmal ein Update zum Start von FC 25 rausgebracht. Wir starten natürlich gleich mit dem früheren Zugriff hier. Die Einführung der Begleit-App. Das heißt natürlich, die Web-App am PC startet am 19. September und am 20. September kommt die Compagnon-App. Das ist die App, die ihr immer auf euer Handy habt, wo ihr dann eure Spiele auf den Transfermarkt setzt oder euer Team zusammenstellt. Weiterhin geht es dann natürlich ganz normal mit den Early Access Start. Dort könnt ihr nämlich am 20. September ab Mitternacht spielen auf der Konsole und ab 5 Uhr am 20. September in das PC-Spiel einsteigen. Ja, das gilt natürlich nur für die Vorbesteller, für die ganz normalen Leute, für die Standard-Edition. Die startet nämlich am 27. September ab Mitternacht. Das heißt natürlich ab Mitternacht, also ab 0 Uhr zum 27. Ja, also wenn ihr nachts wach seid, was weiß ich, schmeißt den Download an. Am Anfang hatte ich natürlich gesagt, wir gucken uns nur einige Sachen an. Rush-Modus sollte natürlich jedem klar sein. Ne? Ist ja jetzt die neueste Neuerung. Man kann 5 gegen 5, man kann 5 gegen Computer spielen, man kann mit seinen Freunden zusammenspielen. Das ist eigentlich eher so wie 1997, falls die älteren Leute von meiner Community sich hier noch dran erinnern können. Da gab es mal einen Hallenmodus. War eigentlich ziemlich cool gewesen und das war auch 5 gegen 5, ne? Und so ungefähr wird das ablaufen. Weiterhin wird es dann natürlich Belohnung in allen Bereichen geben. Es wird Belohnung im Karrieremodus geben. Es wird Belohnung im Ultimate-Team geben. Ganz normal im Pro-Club-Modus wird es Belohnung geben. Uns interessiert natürlich aber am meisten das Ultimate-Team. Das ist natürlich klar. Die erste einfache Änderung, die sie gemacht haben, die XP-Punkte. Die heißen jetzt nicht mehr XP-Punkte, die heißen jetzt SP-Punkte, also Saisonpunkte. Ansonsten ist das eigentlich genau das Gleiche. Ihr müsst irgendwelche Sachen erledigen, ihr wöchentliche Objekte, spiele 5 Matches, schließe 5 Aufgaben ab. Dafür kriegt man dann halt die ganz normalen XP-Punkte. Ich nenne es mal extra nochmal XP-Punkte. Ich muss mich erstmal selber dran gewöhnen, dass die SP-Punkte heißen. Ihr kennt es ja, da hat man eine gewisse Zeit, um das zu erfüllen. Und davon kriegt man dann halt die SP-Punkte hier und bekommt dann in der jeweiligen Season dann natürlich irgendwelche Objekte oder Packs. Hier ist mal ein Beispiel von der Season 1. Wir sind hier schon bei Level 21, 22, 23, 24, 25. Da kriegt man ja hier schon 82 mal 3 tauschbare Pack. 84 bei Level 25, 83 mal 5. Ist schon ja nicht so schlecht, muss ich sagen, aber ich finde das natürlich blöd, dazu kommen wir gleich noch, dass das wieder so ist, dass ich denke mal nach einem Monat wird jeder schon wieder ein total krasses Team haben und so sollte das eigentlich nicht sein. Das sollte eigentlich eher so sein, dass man das Team, sag mal so, bis zum Dezember hin eher so aufbaut. Aber das wird wirklich so sein, dass dann Ende Oktober werden schon wieder lauter 90er Teams rumrennen. Hier ist es noch von dem Rush, ein brandneues Kampagnenkonzept, das soziales Spielen und Teamwork durch Ziele in FC 25 betont wird. So, was ist noch neu bei Rush? In 25 führen wir ein brandneues Konzept ein, die World Tour. Beginnt natürlich in Spanien, UEFA Europameister 24. Also man kann sich das eigentlich so vorstellen, dass man da irgendwie, das ist so ein mit seinem Spieler in Rush denn einfach wie so ein Open World ist das quasi, man läuft da einfach rum und kann dann einfach an irgendwelchen Turnieren teilnehmen, sich mit Spieler connecten, die dann auch gerade da irgendwie rumlaufen, kann man sich halt schreiben, kann mit denen per Headset quatschen und so müsst ihr euch das eigentlich vorstellen. Hier beginnt es natürlich mit dem Europameister, also wird das in Spanien beginnen, kann man eine Reihe von Inhalten, Nationen und Liga-Themen kann man freischalten. Und dann geht das immer von Stadt zu Stadt, wird das dann immer weitergehen. Hier kommen wir jetzt mal zu dem Wichtigen, was wir gesagt haben, dem Modus und den Belohnungsänderungen. Wie gesagt, ich packe euch das alles nochmal unten in der Videobeschreibung drin, könnt ihr euch nochmal nachlesen, direkt auf der EA-Seite. Dieses Jahr wird Champions nicht nur herausfordernder, sondern auch für erfahrene Spieler auch lohnender sein. Das ist das nämlich, was ich meine. Also wenn du natürlich besser bist, kriegst du natürlich auch bessere Packs und generell bessere Inhalte. Wenn du nicht so gut bist, kriegst du natürlich nicht so gute Packs. Das dauert natürlich für Spieler, die aus Langeweile ein bisschen Halligalli rumspielen und einfach nur in Liga 10, 9 und 8 rumeiern oder auch halt, weil sie leider nicht besser sind, dauert das natürlich ultra lange, bis sie ein einigermaßen vernünftiges Team haben. Und für gute Spieler, deswegen sage ich ja, das sind Ende Oktober, da hat man das Spiel schon fast durchgespielt. Da haben dann wirklich schon Leute 91er oder manchmal sogar schon höhere Teams. Die Qualifikationsspiele haben sie von 5 auf 3 reduziert, also die Qualifikationssiege, ne? Vorher musste man ja 4 Siege holen und dann könnte man einfach die letzten 4 Spiele konnte man dann einfach verschenken. Somit hat man dann seine 20 Punkte gehabt zur Qualifikation. Das ist jetzt anders, man braucht bloß noch 3 Siege, damit das alles ein bisschen schneller geht. Hier steht es ja auch, für Spieler mit einem höheren Fähigkeitsniveau wird dadurch der Qualifikationsprozess für das Finale beschleunigt.
Bei Spielern mit einem niedrigen Qualifikationsniveau spiegelt die Playoffs ihre Finalerfahrung besser wider und stellt sicher, dass sie sich erst dann für die Champions qualifizieren, wenn sie bereit dafür sind. So, ihr müsst dann aber auch weiterlesen. Das heißt natürlich, hier unten, da die Playoffs im Vergleich zum letzten Jahr außerdem schwieriger sind, haben sie jede Saison 10 zusätzliche Versuche, in die Playoffs zu kommen, wodurch sich die Gesamtanzahl der saisonalen Teilnehmer auf 18 erhöht. Das heißt natürlich, ihr habt jetzt 18 Versuche, um euch zu qualifizieren. Keine Ahnung, ob das jetzt wirklich so sinnvoll ist für alle Leute, für die schlechteren Spieler auf jeden Fall, weil manchmal ist es ja wirklich so, ihr kennt das ja von EA, da ist man nicht unbedingt der schlechtere Spieler, man ist eigentlich so gefühlt der bessere Spieler und EA macht das denn so, dass der andere Spieler gewinnt, ne? Und dadurch kriegt ihr einfach nochmal ein paar zusätzliche Spiele, um euch dann doch noch für die Weekend League zu qualifizieren. Kommen wir mal zu den Belohnungen. Jetzt kommen wir wirklich zu dem, was ich gesagt habe. Wir werden versuchen, die Arten der Belohnungen, die sie in Champions und Rivals sehen, zu verbessern und zu differenzieren, damit sich die Belohnungen einzigartig anfühlen. Als Beispiel für die Änderungen, die Sie erwarten können, sehen Sie unten die Belohnungen der Saison 1, die in den Champions-Finalen Rang 1 erreichen. Das ist jetzt nur für Saison 1, ja, und schaut euch das mal an. Wenn ihr Rang 1 holt, ja, kriegt ihr 200.000 Münzen, kriegt ein tauschbares 85x10 und ein tauschbares 84x10. Leute, stellt euch mal vor, könnt ihr euch noch daran erinnern, wie in 24 die tauschbaren oder die generell die untauschbaren 85x10 und 84x10 rausgekommen sind? Die Leute haben das ohne Ende die 84 und 85 mal 10 gemacht und da waren so viele geile Spieler drin. Deswegen habe ich nämlich gesagt, ich finde das nämlich nicht so gut, dass die Belohnungen so extrem hoch sind, weil es ist wirklich so, dass Ende des ersten Monats, also wahrscheinlich schon Mitte Oktober oder Ende Oktober, haben die alle schon so ein geiles Team. Jetzt seht ihr ja noch weiter, dann gibt es ein tauschbares Basis-Icon-Pack. Ihr kriegt quasi gleich im ersten Monat, kriegt ihr eine Icon, wenn ihr Rang 1 holt. Nicht handelbare 89x2 Spielerpaket. Nicht tauschbare 82x30. Überlegt euch das doch mal. Und dann gibt es doch drei tauschbare Team of the Week. Was das für krasse Belohnungen sind. Ich meine, auf eine Art, ja, ist das okay. Aber die Hälfte davon hätten sie doch einfach weglassen können, oder? So, und jetzt rechnet das mal runter, wenn man jetzt wirklich ein Spieler ist, der einfach nur, keine Ahnung, Rang 9 holt, der kriegt natürlich keine 200.000 Münzen. Der wird wahrscheinlich 10.000 Münzen kriegen oder 15.000 Münzen. Der wird ein Pack kriegen mit 81 mal 5 oder sowas, nehme ich mal an. Dann wird er noch ein seltenes Spielerpack kriegen. Und generell wird das alles nicht tauschbar sein. Ja, also da wird auch kein Team of the Week mit bei sein, nichts, gar nichts. Also deswegen dauert das ultra lange, bis die etwas schlechteren Spieler dann wirklich sich ein geiles Team zusammenbauen. So sollte das eigentlich, also das wird jetzt, wie sie schon gesagt haben, das wird jetzt wirklich richtig differenziert für alle Leute. Wenn du ein guter Spieler bist, dauert das genau einen Monat, dann hast du auch ein richtig geiles Team. Und wenn du ein schlechter Spieler bist, brauchst du 6 Monate für dein 91er Team. Und das finde ich eigentlich eher nicht so gut. Aber das haben sie extra deswegen gemacht, dass die besseren Spieler auch mit die besseren Spieler zusammenspielen und die schlechteren eher mit die schlechteren Spieler zusammenspielen. Weil die Gegnersuche, die basiert ja auch immer darauf, dass Spieler aus Liga 10, 9 und 8 zusammenspielen. 7, 6, 5, 4 und die restlichen 3 bis 1 und Elite manchmal noch, was die denn zusammen gegeneinander spielen. Ja, ich finde es trotzdem nicht gut, muss ich euch ehrlich sagen. Ihr hättet alles auf ein Level gemacht und wenn man denn in Saison 3 ist quasi, also dann im November oder Dezember, dann kann man das ja einführen, dass man dann wirklich sagt, oh, jetzt haben wir das, jetzt sieht man das ein bisschen, die besseren Spieler, die sind natürlich, das hat jetzt nicht lange gedauert, das hat jetzt bloß 6 Wochen gedauert, dann sind die auch in Liga 1, 2 oder 3 angekommen. Und dann kriegen sie auch bessere Münzen, aber nicht gleich in der ersten Saison. Naja, gut. Okay, wir lassen uns trotzdem mal überraschen. Wenn ihr Rang 1 holt, noch zusätzlich kriegt ihr noch Clubspitznamen oder Fireflex. Rang 1 bis 3 exklusiv, ne? So, jetzt sind wir hier bei den Rivals, Leute. Und da ist das Punktesystem komplett geändert. Ja, also bei 15 Siege hat man 15 Punkte. Wir müssen dann noch ein bisschen nach unten blättern. Da steht es dann nochmal genau beschrieben. In FC 25, hier unten, in FC 25 erhöhen wir die Anzahl der erforderlichen Siege für die wöchentlichen Belohnung von 3 auf 5. Und für die verbesserten Belohnungen von 7 auf 15. Das heißt natürlich, wenn man die geilen Belohnungen haben will, dann muss man 15 Spiele spielen. Vorher war das so, dass man nur 7 machen musste. Man musste einfach nur 7 Siege holen. Jetzt mit 15 ist das natürlich ganz schön krass. Ja, gut, das sind ein paar extra Spiele, die man machen muss. Aber das ist natürlich so, weil
Die guten Leute haben dann einfach ruckizucki die Qualifikation und die Weekend League gespielt und dann hatten die nichts mehr zu tun. Und dann konnten die sich jetzt, haben sie das so gemacht, dass man sich jetzt mehr wieder mit den Rivals beschäftigen kann, ne? Dass man dann wieder ein bisschen mehr Rivals-Spiele spielt. Das sind nochmal die Rivals-Belohnungen hier. Also, wenn man natürlich die 15 Spiele macht und das ist jetzt hier für die Elite-Belohnung, ne? Nachfolgend sehen Sie das Beispiel für die wöchentlichen Upgrade-Belohnungen für die Elite-Division. Daran erkennt man denn, dass dann wirklich die Elite-Spieler, die wirklich die geilsten Packs und die geilsten Münzen kriegen, ja, ihr müsst euch mal jetzt vorstellen, man macht seine 15 Spiele in der Rival oder in den Rivals, dann spielt man noch die Weekend League, also man hat dann schon mal knapp 300.000 Münzen. Hinzu kommen denn noch, ja, hier ist handelbares 50 Gold Paket für seltene Spieler, handelbares Mega Paket, der Rest ist untauschbar, das ist ja was anderes. Also wenn man die Tauschbaren aus der Weekend League und die Tauschbaren aus den Rivals zusammenzählt, ja, hat man erstens 275.000 Münzen, also wir sprechen jetzt hier von der Elite und von der Rang 1 Rewards, ja, dann kann man das ja auch anhand dessen, wenn man sich in Rivals in der fünften Liga befindet, kann man sich das ja dann irgendwie so runterrechnen, ne? Also man kriegt fast 300.000 Münzen, dann hat man ungefähr insgesamt 5 tauschbare geile Packs, muss man ja wirklich sagen, ne? Es ist einfach zu viel. Ich finde es einfach zu viel. Wie gesagt, hier auch wenn die untauschbar, ja, man kriegt 2,85er Pick, 1 von 4. Vor allem, was ist denn der nicht handelbare 75er Pack? Seltenes Spiel. Was ist denn das für ein Blödsinn? Das kannst du doch wegpacken, Alter. Erst knallst du hier so ein 85 plus, dann 50 tauschbare Goldpaket, seltene Spieler. Da gibt es noch ein Mega-Paket, aber auf jeden Fall ein nicht tauschbares 75er Paket. Letztendlich muss jeder für sich selber entscheiden, ob er das jetzt gut findet oder nicht gut findet. Leute, lasst auf jeden Fall gleich ein Däumchen nach oben da und schreibt mir unbedingt mal in die Kommentare hinein, wenn ihr euch das alle durchgelesen habt oder das Video gesehen habt, wie ihr das findet. Was ihr zu den ganzen Änderungen sagt, ob das jetzt wirklich geil ist oder ob das eher so kontraproduktiv ist, das schreibt mir mal unbedingt in die Kommentare rein. Das würde mich echt mal interessieren. Also ich lasse mich ja noch ein bisschen überraschen. Vielleicht überarbeiten sie auch noch mal 1-2 Sachen. Wird jetzt hier 1-2 Wochen dauern und dann kommt schon mal das erste Update raus. Da werden sie bestimmt garantiert wieder irgendwas ändern. Wie gesagt, das andere brauchen wir hier alle eigentlich ja nicht durchgehen, ne? Kennt man ja, ja. Die Live-Freundschaftsspiele und. Ja, Saisonpunkte, Entwicklung. Kennt man alles. Könnt ihr euch eigentlich selber nochmal alles so ein bisschen durchlesen. Wie gesagt, für mich war jetzt eigentlich wichtig, deswegen habe ich ja auch für meine Community extra nochmal so ein Post gemacht. Was sollen wir eigentlich am liebsten am Anfang machen? Ob wir jetzt Food spielen, ne? Oder ob wir wirklich mal den Karrieremodus starten oder ob wir Saisonmodus spielen. Für mich wäre es jetzt mal Food erstmal an allererster Stelle. Und zusammenfassend kann ich sagen, es hört sich alle ganz gut an. So was sie gemacht haben mit die XP, das ist ja, das ist jetzt SP, das ist Saisonpunkte heißt, weil wir sind ja hier auch in Deutschland, finde ich eigentlich auch ganz in Ordnung, völlig in Ordnung, dass die Belohnungen so extrem gut sind gleich zum Start. Mich stört nicht dazu, dass das gut ist, sondern die sind extrem gut. Also man muss jetzt nicht, sag mal, 200.000 Münzen für Rang 1. 200.000 Münzen, überleg doch mal, was kann man denn davon alles kaufen? Also ich bin ja auch immer meistens so, dass ich meine 10 bis 12 Siege geholt habe, ja. Ich weiß jetzt nicht, was das für ein Rang war, das, keine Ahnung, 4 oder so oder 5, keine Ahnung, kann ich nicht sagen. Also dann krieg ich ja auch in der ersten Woche wahrscheinlich, also wenn alle Dude läuft, sag mal, dann krieg ich ja 100.000 Münzen, dann spiel ich noch ein bisschen Rivals, also irgendwie in Liga 4 werde ich mich dann befinden, nehme ich mal an, dann würde ich sagen, die Elite-Liga war jetzt so 75.000, ja, dann würde ich sagen, krieg oder mal 25.000, dennoch mal die ganzen tauschbaren Packs. Also kann ich ja wirklich sagen, ich habe dann nach, wenn die erste Weekend League beendet ist, habe ich auf jeden Fall 200.000 Coins. Das finde ich schon extrem krass, was man da schon alles mitmachen kann. Wie gesagt, man muss sich ja nicht denn die ganz richtig teuren Spieler kaufen. Es gibt ja wirklich geile Spieler, die kosten hier bloß 5.000, 6.000 Münzen. Und die sind richtig gut, Leute. Die sind richtig gut. Man muss bloß mit dem umgehen können. Die können dann halt wahrscheinlich nicht so gut schießen oder so. Aber je nachdem, ob man dann über den Flügel spielt oder so. Aber dafür haben die dann auch gleich Pace-Werte hier von, keine Ahnung, von 92, 93. Sind zwar nicht so übermäßig gut, aber können dann erstmal rennen, ne? Und ihr wisstet ja, in Ultimate Team geht's ja eigentlich nur um Pace. Pace. Kleines bisschen spielen muss man auch noch können. Ist ja richtig. Oh, was hat er denn jetzt gemacht? Die Farbe mal kurz geändert. Naja, ja, jedenfalls, schreibt mir unbedingt mal in die Kommentare, wie ihr das findet. Ich finde es jetzt sehr semi-cool, manches finde ich gut, also ich bin da so gespalten, ich lasse mich da echt überraschen, wenn es wirklich losgeht. Also 50-50, sag ich mal, ne? Naja, alles klar, Leute, bis zum nächsten Mal.